Und zwar haben mich viele heute auf dem CSD gefragt, hey Fabian, also bist du jetzt schwul oder was? Yo, Fabi, was geht's? Ich pack das heute nicht, ich kann nicht nach Köln kommen. Ich bin mega krank, aber verteilt für mich ein bisschen Liebe auf dem CSD. Wow. Guten Morgen, Leute. Heute ist Cologne Pride, beziehungsweise der CSD in Köln. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt richtig heißt. Für alle, die das nicht kennen, diese Woche gehen ganz viele Menschen auf die Straße, auf irgendwelche Feste, um so ein bisschen zu demonstrieren, dass jeder Mensch jeden anderen Menschen lieben kann, dass wir alle eigentlich gleich sind. Ja, was heißt demonstrieren? Eigentlich feiert man das so ein bisschen in so einer richtig coolen, lockeren Stimmung. Und ich wurde einfach vor 3 Tagen von einem Freund gefragt, ob ich nicht bei Jugend gegen AIDS mit auf den Wagen fahren möchte und einfach so ein paar Kondome in die Menge schmeißen möchte. Oder habe ich mir so gedacht, warum eigentlich nicht? Ich kenne diese Menschen, die so ein perfektes Zeitmanagement haben. Ich gehöre nicht dazu. Bist du ready? Ja. Okay Leute, wir sind jetzt gerade mittendrin und ich lasse mich gerade hier tätowieren. Wir haben irgendwie so coole... Hi. Wir haben irgendwie so coole Tattoos bekommen. Kennt ihr die noch so von früher, von so Kaugummis, die man einfach so abziehen kann? Hast du das schon da? Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussehen wird. Okay. Zieh ab. Wie willst du bei mir? Das ist cool. Oh nein! Da fehlt was! Zieh ab! Ey! Okay, Update, ich habe nicht nur hier irgendwelche coolen Menschen getroffen, ich habe auch Naina getroffen! Hello. Und jetzt geht's ab! I've never been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Tui, du machst das richtig gut. Danke. Viel Übung gehabt, Mann. So, wir stehen gerade hier mitten in Köln auf irgendeiner Brücke. Was machen wir gerade, Tobi? Wir verteilen Kondome. Und hier sind echt coole Leute. Sag mal alle Hallo. Hallo. So, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben tue. Wir sollen mehr feiern. Was sollen wir? Mehr feiern. Sagen wir 10.000 Likes, mache ich mir auch die Haare so. Ich habe einfach gerade den bösesten Menschen der Welt getroffen. Was hast du getan? Ich habe einer Schwangeren ein Kondom gegeben und gesagt, damit es nochmal passiert ist. Tobi hat gerade den größten Korb seines Lebens bekommen. Er wollte einem Typen von der KVB ein Kondom geben und er wollte das einfach nicht annehmen. Versuch jetzt, ein Kondom ins offene Bahnfenster zu werfen. Das wirst du niemals schaffen. Das wirst du nie. Ich hab's schon einmal, aber da lief die Kamera nicht. Fuck! Nein! Okay, Update. Ich habe irgendwie eine Stirnkette bekommen und wir sind alle voller Glitzer und Konfetti. Und wir haben keine Kondome mehr. Wir haben uns die Kondome ausgegangen, aber es ist mega cool. Ja, ich bin wieder in meiner Wohnung und holy, ich habe einiges über den CSD gehört, aber dass es so krank und abgefahren und cool wird, hätte ich niemals gedacht. Nur eine Frage wurde mir heute sehr oft gestellt und darüber wollte ich noch einmal mit euch reden. Und zwar haben mich viele heute auf dem CSD gefragt, hey Fabian, also bist du jetzt schwul oder was? Und ich habe bewusst beim CSD heute nichts dazu gesagt und ich werde dazu auch jetzt nichts sagen, weil ich bin nicht zum CSD gegangen, weil ich sagen wollte, hey Leute, ich liebe Mädchen oder hey Leute, ich liebe Jungs. Ich bin zum CSD gegangen, weil ich sagen wollte, hey,
liebt doch, wen ihr wollt. Ich bin da hingegangen, um irgendwie zu zeigen, oh wow, cool, alle Menschen können sich lieben und ey, wer hätte es gedacht, es passiert gar nichts. Die Welt geht nicht unter, das Universum bricht nicht zusammen, sondern Menschen lieben sich und alles ist cool. Abgesehen davon habe ich auch noch ein paar Kondome verteilt und vielleicht jetzt dafür gesorgt, dass ein paar Menschen keine Geschlechtskrankheiten bekommen. Und dass man sich einfach lieben kann, dass man lieben kann, wen man möchte und einfach rausgehen kann und offen leben kann, das sollte so ein bisschen hier von die Message werden und nicht irgendwie so, ha, Fabian Grischkeit ist schwul. Und ich glaube, mir fallen auch jetzt gar keine besseren Worte ein, mit denen ich das Video irgendwie anders beenden könnte. Deswegen liebt, wen ihr wollt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.